Vilapasana ist die Stellung des Wehklagens. Vilapa heißt Wehklage. Und es heißt ja beim Yoga, dass die Asanas bestimmtes Karma überwinden helfen. Wenn du die Stellung des Wehklagens einnimmst, brauchst du vielleicht keine Erfahrungen zu machen, die dich wehklagen lassen. Die Stellung ist eigentlich ganz einfach. Setze dich auf deine Pobacken und gib die Füße auf den Boden. Dann hebe die Fersen hoch und gib die Unterarme unter die Kniekehlen und verhake die Finger. Oder falte die Finger und bleibe dann in der Stellung. Du könntest jetzt den Kopf nach oben geben, aber vermutlich zum Wehklagen. Du kannst den Kopf nach oben heben, Wehklagen zum Himmel. Oder du kannst auch den Kopf nach unten geben und so bist du wie ein Häufchen Elend. Schließe keine Yoga-Sitzung damit ab. Und Wehklagen muss ja nichts Schlechtes sein, sondern kann auch heißen, du löst dich von allem Äußeren. Für viele Menschen sind Enttäuschungen etwas Wichtiges, um nach innen zu gehen. Und von innen bekommst du neue Kraft, sodass du dann wieder strahlen kannst und dann vielleicht als nächstes Vijayasana üben kannst, also die Siegesstellung oder auch Narasimhasana, die Löwenstellung. Oder auch Bhadrasana, die Stellung des Guten, oder Swastikasana, die Freustellung der Güte, oder auch Anandasana, die Stellung der großen Freude.